Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video werde ich wahrscheinlich löschen. Es geht ja nur darum, Erik zu beweisen, dass ich die beste Überlebenwelt wirklich nur in Überleben gemacht habe. Sonst würde ich es ja nicht Überlebenwelt nennen, weil er macht seine Welten immer mit Hausprivilegien, ich nicht so wirklich. Ich mache es nur, wenn ich was testen will. Ja, jetzt muss ich kurz warten. Bei mir ist auch so ein komischer Glitch, dass meine Level, die ich als letztes gespielt habe, irgendwie da in die Mitte kommen irgendwie. Ich weiß nicht, warum das so ist. Und hier steht's. Im Überleben-Modus. Und das beweist eindeutig, dass diese Welt nur in Kreativ gespielt wurde. Weil hätte ich einmal im Kreativ gespielt, dann wäre da schon Kreativ-Modus gestanden. Okay, dann, ich zeig mal eine Welt, zum Beispiel hier. Im Kreativmodus, aber es ist auf Abenteuer gestellt, weil ich war dort schon mal im Kreativmodus. So, das ist der Beweis. Ich gehe noch kurz mal in die Welt, um zu zeigen, dass es die auch ist. Okay. Da, jetzt bin ich gerade hier. Ich baue gerade. So ein Aquarium will ich hier bauen. Da kommt dann das da rein und dann kommt noch so ein Tunnel, wo man es von unten nicht anschauen kann. Egal, ich baue mich mal kurz hoch. Ich mache mal kurz einen Cut. So, jetzt habe ich mir einen komischen Weg durch die Höhle, durch diesen Dings gemacht. Und dann kann ich jetzt da hochgehen. Es ist jetzt etwas blöd, weil ich die Kamera nicht drehen kann. Ich kann nur immer einen Stick machen. So, vielleicht erkennt man es jetzt schon, ich bin mir nicht sicher. Ist echt schwer mit einer Hand zu spielen. Von hier aus kann man es glaube ich schon erkennen. Ich muss mal kurz die Kamera hinlegen. So, dann laufe ich jetzt mal raus. Ja, okay, dann nimmst du, musst nicht flüstern, das hat man sowieso gehört. Jetzt nimm die Kamera. Oh nein! 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 Was war das? Sind auch noch zwei! Was soll das? Ausgerechnet jetzt kommen die. Ich habe auf die gewartet und jetzt kommen sie im Video. Also hier ist das Schloss. Und es beweist eindeutig, dass Erik mir glauben muss. Spinde. Ja! Okay, gut, dann habe ich schon mal im Video auch noch. Ein Dings Phantommembran gefunden. Egal, ich würde dann sagen, das war's jetzt schon mit dem Video, weil ich wollte nur ein Beweisvideo kurz machen. Für den alten Erik, der mich glaubt. Oh Mann. Okay, Laura, beende die Aufnahme schnell.